Hallo zu Back und Koch mit Stefan. Ja, das muntere Kekschen und Plätzchenbacken geht weiter. Diesmal Espresso-Plätzchen mit Kakao. Die Zutaten stehen schon hier hinter mir. Bekommt ihr natürlich auch gleich wieder eingeblendet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, hier sehen wir nochmal die Zutaten. Ja, seht ihr auch dann eingeblendet gleich. Das Entbehrenswerteste ist, glaube ich, wir arbeiten als Triebmittel mit Hirschhornsalz. Ich weiß nicht, ob man es einfach so austauschen kann gegen Backpulver oder ähnliches oder Natron oder wie auch immer. Aber jetzt zur Weihnachtszeit bekommt man das auch überall zu kaufen. Ist also auch kein Problem, mit Hirschhornsalz zu arbeiten. Des Weiteren Espresso-Plätzchen, deshalb natürlich auch Espresso kalt. Butter sollte weich sein. Dann haben wir noch hier Hagelzucker. Aber wie gesagt, ihr habt es eingeblendet gesehen. Und zuerst schlagen wir die weiche Butter mit dem Zucker und dem Vanillezucker so cremig auf. Ja, zuerst die weiche Butter in die Rührschüssel oder mit dem Handmixer, wie ihr das möchtet. So, ist das so leicht cremig, gebe ich meinen Espresso dazu. Und siebe nach und nach Mehl, Kakao und das Hirschhornsalz dazu. Ich mische das erst schon mal. So, das Ganze ist gut genug vermischt, verrührt. Und jetzt verteilen wir es auf einem Backblech mit Backpapier ausgelegt und dann kann es schon gebacken werden. Ihr formt euch walnussgroße Kügelchen auf das Backpapier und dann einfach etwas flach drücken. Darauf kommt dann noch ein wenig Hagelzucker. Ruhig ein wenig andrücken. Und so mache ich alle anderen auch und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Teigkügelchen sind ungefähr 15 Gramm. Ich wiege mir das kurz ab. Das ist der sicherere Weg. So, unser Backblech ist gefüllt. Jetzt geht das Ganze für ca. 8 Minuten bei 160 Grad Umluft in den Backofen. Mittlere Schiene. Ja, nach 8 Minuten Backzeit, mal sehen, sind sie fertig. Jetzt gut auskühlen lassen, dann werden wir sie natürlich gleich noch probieren und ich mache die restlichen. Ja, meine Espresso-Plätzchen mit Kakao sind ausgekühlt. Lecker, ich habe nämlich schon mal genascht. Dabei ist zu sagen, dieser Espresso-Geschmack ist nur ganz, ganz leicht. Aber ich glaube, der Espresso ist eher dafür da, um diesen Schokoladengeschmack hervorzuheben. Und das tut es. Es schmeckt nämlich sehr schön schokoladig. Ganz einfach zu machen, habt ihr ja gesehen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Es kommen noch ein paar für Plätzchen und Kekse und dann sage ich, macht's nach, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.